Hallöchen Leute, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Metroid Prime 2. Es fehlt jetzt wirklich nicht mehr viel. Und zwar fehlen mir genau genommen nur noch mehr 3 Himmelstempelschlüssel und ebenso auch 3 Missilcontainer und meine letzte Erweiterung für die B-Munition, dass ich dann 250 Schuss Dark- und Light-B-Munition zur Verfügung habe. Und im letzten Part habe ich mir außerdem noch im Ödland von Dunklen Argon den Sonic Boom geholt, also die Charge-Combo für den Annihilator Beam, das ist auch nochmal richtig geil. Und ich habe mir gedacht, ich schneide auch hier wieder mal den Weg hierher. Ich bin jetzt hier beim geheiligten Pfad und werde hier das dunkle Portal gleich mal benutzen, um zu den Anlagen des Himmelstempels zu gelangen, um mir hier die letzten Himmelstempelschlüssel zu holen. Also, es kann losgehen! So, entweihter Pfad, genau, und hier ist ja eigentlich auch schon irgendetwas. Werde ich am besten gleich mal hier die Leuchtfeuer überladen. Genau, weil hier nämlich ein paar blöde Piraten sind. Der eine ist gleich mal gestorben, der hat sich hierher teleportiert und hat gedacht, oh verdammt, was soll das, ne? So, hier sitzt noch irgendwo einer. Wo ist der denn jetzt? Wo bist du? Hallo? Da unten irgendwo? Ach, da unten. So, und stier. So, schon besser. Gut, wir sehen, hier gibt es wieder so ein Tor, wo ich den Annihilator Beam und den Echovisor brauche. Ich habe ja gesagt, dass das im Spiel jetzt noch ein paar Mal hier vorkommt. So, ich glaube, hier waren es 1, 2... Ne, das waren auch wieder nur 3. Okay, ne? Dann horchen wir mal. Okay. Hoch, mittel, tief, hoch. Das war schon mal nix. Ich weiß ja nie, wo was ist. Hoch. So. Mittel. Tief. Und nochmal hoch. Also nochmal das hier. Na los, komm schon. So, das war richtig. Das Tor geht auf. Und was haben wir hier? Es ist die letzte Erweiterung meiner B-Munition. Na endlich! Container für B-Munition erhalten! Maximale Kapazität für Dark Beam und Light Beam Munition um 50 Einheiten erhöht und das war meine letzte und damit habe ich jetzt insgesamt 250 Schuss zur Verfügung. Das ist einfach nur geil. Fängt schon mal super an. Und jetzt gehe ich natürlich durch diese Tür da mal weiter. Mir fehlen hier, wie gesagt, noch die ganzen Schlüssel. Insgesamt, wie gesagt, noch genau 3, die es alle hier gibt und die anderen 3 Missilcontainer gibt es auch alle hier und dann habe ich auch alles gefunden. So, gehen wir mal hier lang. So, oh oh. Ja, dunkler Taler Metroid, haust du ab. Bleib bloß weg von mir. So, hier Lightbeam, nur für dich. Und zack. Und stirb. Ich sagte stirb. Dankeschön. So, rüber hier. Hier geht's weiter. So. Fahrzeuggrund. So, hier gibt's gleich mal einen Missilcontainer für mich und oh mein Gott. Was zum... Das ist ja ein toter Weltraumpirat. Hier sind überhaupt lauter tote Weltraumpiraten. Und hier ist auch wieder Fahrzeug. Deswegen auch wieder diese Musik, ne? Loslassen. So, ich glaube, die kann man aber trotzdem mit dem Darkbeam... Genau, bewegungsunfähig machen und dann mit einem Missilkill. Es geht irgendwie doch einfacher als mit dem Lightbeam. Es geht auf jeden Fall schneller. Wenn sie stillhalten würden. So, tot. Da ist noch einer. Zack, gut, den hat... Astum, dem hat die Fahrzeugexplosion nichts anhaben können. Wie gibt's das denn? So, da ist noch einer. So. Und stirb. So. Da drüben sind noch welche. Da drüben ist auch der Missilcontainer. So, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt hier so gut treffen kann. Die bewegen sich ja so schnell. So, den einen habe ich. Tot. So. Und stirb. So, und... Komm schon. Na geh, was soll denn das jetzt? So, komm, der Annihilator ist wenigstens zielsuchend. Jetzt stirbt er mal. Oh, jetzt kommst du hier, huh? Jetzt kommst du hier. Und tot.
So, ich glaube, ich könnte hier auf zwei verschiedene Arten hier rüber. Entweder mit der Screw Attack einfach rüberspringen oder man benutzt einfach hier die Plattformen, die man hier mit dem Dark Visor sehen kann. Ich glaube, ich nehme lieber die Plattform. Wenn ich gut springen kann, ne? Wenn ich nicht wieder daneben jumpe. So. Und ich hab ihn. Supi. Jetzt waren es nur noch zwei, ne? Nur noch mit zwei. So, aber komm, zurückspringen werde ich jetzt aber mit der Screw Attack. Baby, ist das geil, oder was? So. Okay. Na hier, das ganzen toten Piraten hier. Was ist mit dem Typen passiert? Bioscan abgeschlossen. Objekt ist vor weniger als einem Zyklus verstorben. Objekt wurde durch Matrix sämtliche Bioenergie entzogen. Munitionsvorräte sind erschöpft. Objekt starb offenbar im Kampf. Das ist wohl wahr. Und hier, diese Viecher sind ja auch ziemlich eklig. Hier, das ist eine ruhende Inklaue, undurchdringliche Finsterling im Tiefschlaf. Objekt ist von undurchdringlicher Hülle umgeben, befindet sich derzeit im Tiefschlaf. Dann ist es mir auch nur recht. Wenn die im Tiefschlaf sind. So, hier drüben geht's weiter. Da brauche ich jetzt meine Zielverfolgung. Laut Karte habe ich das zumindest gesehen und das stimmt auch. So. Also dann. 1, 2, 3, 4, 5 und Feuer. So, und weiter geht's. So, wo sind wir hier jetzt? Ah ja, Zugang zum Reliquiar. So. Gut, hier liegen auch tote Luminod. Bioscan abgeschlossen. Dieser Luminod ist seit 1,12 Zentizyklen tot. Was ist jetzt gestanden? Jetzt habe ich das zu schnell umgeschalten hier. Genom des Luminod ähnelt dem des anderen toten weiblichen Luminod. Es handelt sich um den Vater dieser Luminod. Scans weisen darauf hin, dass sie kurz hintereinander umkamen. Vermutlich infolge eines Kontakts mit Partikeln eines Inksturms. Oh, das ist ganz schön traurig. Das heißt, das hier ist die Tochter. Bioscan abgeschlossen. Dieser Luminod ist seit 1,12 Zentizyklen tot. Genom des Luminod ähnelt dem des anderen toten Luminod. Es handelt sich um die Tochter dieses Luminod. Scans weisen darauf hin, dass sie kurz hintereinander umkommen. Ja, irgendwie ganz schön traurig. Ihr Vater und Tochter beide tot. In diesem blöden Inksturm irgendwo hier vorne. Ja, also der kann mir jetzt ja eh nichts anhaben. Wegen dem Lightsuit. Ja, was wollt ihr machen, hä? Wollt ihr meinen Anzug zersetzen? Das könnt ihr voll vergessen. So. Vorhof des Reliquiars und im Reliquiar selber ist dann der nächste Tempelschlüssel. Das heißt eigentlich der nächste, eigentlich der erste von hier, ne? Also, die anderen beiden habe ich ja noch gar nicht. So, aber hier gibt es jetzt jede Menge Krieger, irgendwas, ich weiß. Ich höre sie auch schon. Hier in ihren Pfützen. Eigentlich muss ich ja nur, warte mal, hier hoch? Dann hier hoch? So. Und dann einfach hier durch die Tür. So, kann ich auch getrost ignorieren. So, zack. Und jetzt bin ich in Reliquiar der Ink. Genau. Die Bäume sehen ja auch ziemlich komisch aus. So, ne? Man denkt auch, hier ist nichts, aber ne, Dark Visor und da ist dieses eklige, schwebende Inkbehältnis. So. Und stirb. So, und her mit dem Schlüssel. So, fehlen mir nur noch mehr zwei Himmelstempelschlüssel, dann habe ich endlich alle neun zusammen. Gut. Das heißt, von hier muss ich jetzt aber leider wieder durch das Portal gehen, weil ich komme von hier aus gesehen nicht rüber zum düsteren Windfang und auch nicht rüber nach dort. Also das war jetzt aber trotzdem gut, weil jetzt habe ich einen weiteren Missilcontainer, die Erweiterung für meine B-Munition, die letzte, und halt den ersten Himmelstempelschlüssel von den Anlagen des Himmelstempels. So, ihr könnt mich mal alle. Kann man das hier auch kaputt machen? Cool, aber hier ist gar nichts drin. Hier hätte man auch was verstecken können. Hilfe! Die wollen mich ja festhalten. Fiesmann. So, komm, wo ist die Tür, verdammt? Die ist ganz woanders, die ist da drüben. Hilfe! Lasst mich in Ruhe! Komm schon, raus hier! Weg von hier. Ich habe hier keine Lust und vor allem keine Zeit. Ich würde das jetzt gerne in diesem einen Part schaffen, die restlichen Schlüssel einzusammeln und die Missilcontainer, weil dann kann ich im nächsten Part eigentlich auch schon das Finale machen. Und das wäre mir nur recht und euch bestimmt auch, ne? Ja, genau, hier wieder die blöden Matrix sind alle wieder da, ne? Sind alle wieder zurück, ne?
Eh klar. Aber nochmal mache ich die jetzt nicht fertig. Nein, nein, nein. Und wo ist jetzt hier bitte die Tür, verdammt? Die ist wieder irgendwo. Warum finde ich hier nie die Türen? Warum sind die immer so blöde versteckt, verdammt? Hallo? Hier oben? Meine Güte. Ja, genau. Wusste ich. Arschloch. Na klar, wenn ich mich darüber schwingen will, das Vieh wird berühre ich und dann... Ja, genau. Sind die wieder da? Was für Idioten, so. Trottel. Selber schuld. Geh doch einfach sterben oder lass mich in Ruhe. So, ich hau einfach ab. Kann mich mal. So, jetzt bin ich wieder hier. Und jetzt bin ich am überlegen, warte mal, wo ist das nächste Portal? Hier drüben, Klamm der Augen. Aber ich glaube, wenn ich von hier... Genau, wenn ich da weitergehe, dann käme ich nämlich schon zum Torhof zum Himmelstempel, ne? Schlüssel zur Torpassage bringen. Also da würde ich eigentlich erst zum Schluss hingehen wollen. Das heißt, das andere Portal, wo war denn das jetzt nochmal? Das war da drüben. Ja, komm schon. Mann, das ist hier. Bei der Tempelbaustelle. Also von hier aus gesehen die linke Tür und dann hier so nach hinten und ja, okay. Die Goliath-Wespen lasse ich jetzt lieber mal in Ruhe, wenn sie mich auch in Ruhe lassen. So. Oh, ja, gut, hier sind die auch wieder, ne? Eh klar. Ich bin immer den Nester kaputt gemacht. Die können nichts dagegen machen. So, ich brauche unbedingt ein bisschen Darkbeam-Munition hier. Komm, gib mir Darkbeam-Munition. Dankeschön. Schon besser. Hallo? Powerbeam. So. Genau, hier jetzt einfach nur durch. Tür auf. So, das hier ist ja die Sendeanlage. Da konnten wir wegen den atmosphärischen Bedingungen kein Notsignal senden. Na gut, das können wir bis heute nicht. Solange der Äther der Finsternis existiert, ist das unmöglich, hier ein SOS-Signal zu senden. So, gut, hier unten, wie gesagt, da war ja mal ein Powerbomb-Container versteckt, aber ich habe jetzt mittlerweile eh schon alle. Kein Problem. So, aber jetzt hier die Tempelbaustelle. Und hier ist jetzt links irgendwo das dunkle Portal. Lasst mich in Ruhe, verdammt. So, hier. Zack, und Wechsel auf die dunkle Seite. Okay, wo bin ich nun? In der Kultstätte der Finsternis. Was du nicht sagst. Gut. So, seht mal, gleich hier Toto Luminot und Inklon, die allerdings Gift absondern. So. Bioscan abgeschlossen. Dieser Luminod ist seit 3,8 Dekazyklen tot. Rüstung des Objekts weist zahlreiche Bruchstellen auf. Die Einwirkung eines toxischen Erregers hat zu seinem Tode geführt. Oh. Das ist bestimmt wegen diesem blöden Ink-Clown, aber die kann man ja auch nicht... Sie sind eine der wenigen Gegner, die unbesiegbar sind, die man wirklich nicht vernichten kann. So, kommen hier auch wieder Piraten oder irgendwas kommt hier doch garantiert. Oder? Nee. Ah! Aber hier kriege ich einfach mal so, ohne irgendein Schalltor zu öffnen, einen weiteren Missilcontainer. Das ist jetzt mein vorletzter. So. Sehr schön. Hätte ich mir so theoretisch schon früher holen können, aber wollte ich jetzt nicht mehr. Oh oh. Jetzt kommen hier ein paar Krieger-Ink. Natürlich. Hier gibt es ja gar keine Schutzzone. Ach, ist mir jetzt auch egal. Ich mache jetzt da drüben erstmal die Tür auf. So, mit meiner Zielverfolgung. 1, 2, 3, 4, 5 und Feuer. So, und ich gehe einfach mal weiter. So, Giftgras, einfach mal wegballern hier, so. Einfach hier durch, rundherum. So, und hier hätten wir den Pfuhl der Verdammnis. Und hier finde ich den nächsten Himmelstempelschlüssel.
So, hier sind auch wieder ruhende Inklauen, also die kommen wie gesagt nicht oft im Spiel vor, sollte man wie gesagt scannen, wenn man das noch nicht hat. So, das schwebende Inkbehältnis ist sogar da vorne einfach in der Luft. Das heißt, den Schlüssel kriegt man jetzt auch ein bisschen blöd. Zwar mit der Screw Attack will ich mir ein, kriegt man den nur. Ja, oder auch nicht. Nein, ich will aber kein Bad nehmen. Schon gar nicht ein... So, los, komm doch. Warte mal, da drüben ist ein... Wow, ich sehe nix. So, geht doch einfach darüber. Ich will nicht in die Brühe eintauchen, obwohl es tut mir jetzt eh nichts. So, haben die sich jetzt doch selber vernichtet? Ja. So, komm nochmal, den Schlüssel bitte. Eins, zwei und... Ich habe ihn doch noch erwischt. Na, also geht doch. So. Leute, mir fehlt nur noch mal ein einziger Himmelstempelschlüssel und noch ein einziger Missilcontainer. Na, hier, Datenbank gefunden, Items 99%. Das heißt, wenn ich die zwei Sachen jetzt noch finde, dann habe ich wieder 100% Items und dann schalte ich auch wieder das beste Ende frei und dann ist auch das wieder 100% von wie ich es vorgehabt habe. Ist doch wunderbar. Deswegen gut, dass ich das jetzt so gemacht habe, weil jetzt kann ich eigentlich quasi richtig schön auf dem Weg zum Torhof des Himmelstempels den letzten Missilcontainer holen und ebenso auch den letzten Schlüssel. So, mach mal die Tür auf bitte hier, danke. So, aber erstmal muss ich hier natürlich wieder zurück auf die helle Seite. So. Gut, wie komme ich jetzt eigentlich am schnellsten da drüben hin? Klamm der Augen, ne? Am besten wäre es, wenn ich nicht hier rundherum latsche, sondern wenn ich ganz kurz zum erhabenen Tempel nach oben fahre und dann einen anderen Transporter wieder nach unten nehme. Dann muss ich hier nicht alles wieder abgrasen. Hier muss ich nicht wieder rundherum laufen. Geht, glaube ich, irgendwie schneller. So. Also, aufwärts bitte. Erhabener Tempel. Und dann geht's aber gleich wieder auf der anderen Seite runter. So. Komm, ich brauche unbedingt Munition. Da habe ich jetzt so viel zur Verfügung, aber trotzdem ist alles leer hier. So, das geht ja mal gar nicht. So, auffüllen, auffüllen, auffüllen. So, schon besser. Ich bilde mir ein, es gab sogar noch irgendwo eben kurz vor dem Himmelstempel-Eingang dann eine Munitionsstation, bilde ich mir ein. Bin ich mir jetzt aber nicht mehr hundertprozentig sicher. So. Gut, also einfach gegenüber. Weil hier ging es ja ursprünglich mal nach Torfus. Ich meine, geht's natürlich noch weiterhin, aber ihr wisst schon, das war mein erster Weg dorthin. So, diese Klarheitsdrohne, die lasse ich lieber auch in Ruhe. So. Und hier geht's gleich wieder runter. Dann bin ich wesentlich schneller bei der Klamm der Augen. Und abwärts bitte. Tempelanlagen. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich schon wieder den falschen Aufzug genommen habe, oder? Kann das sein? Nee, doch nicht. Doch nicht. Passt schon. Ich hatte jetzt irgendwie so ein komisches Gefühl, aber nee, es passt eh. Klamm der Augen. Der, weil mich die grüne Farbe irgendwie irritiert, aber so, eigentlich passt das. Und, oh, na klar. Hier schon wieder. Wollte mich auch wieder nerven. Hier so, fries und stirb. So. Du auch. So, komm her. Zack. Tot. So, da ist er. Kommt, hier müsste aber noch ein dritter kommen. Da ist er doch. So. Du bleibst mal schön hier, Freundchen. Ja, kann sich wohl nicht bewegen, scheiße. Und tot. So, kommt davon. Es geht mir auch einfach nur auf die Nerven, wie sich die hier immer wieder einmischen. Die haben eh schon verloren. Die haben hier nichts mehr zu melden, die blöden Weltraumpiraten. Aber echt mal. Die sind ja eigentlich nur hergekommen, um mal wieder, ihr wisst schon, ne, Fahrzeuge zu erbeuten und ein paar Experimente in der Matrix durchzuführen, so wie sie es eigentlich in Teil 1 auch schon gemacht haben. Aber da habe ich mir ihnen mal wieder einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. So, hier oben ist das dunkle Portal, das werde ich wieder benutzen. Die Bulletwespen können ihren Hintern putzen. Oder
ihre Nester oder irgendwie, was weiß ich. Egal. So. Zugang zum Lager. Von hier aus gesehen, verlassenes Lager bringt mir nichts, da ist ja auch nichts, also muss ich jetzt nach links und mal die grüne Türpanzerung kaputt machen. Kein Problem. So, wenn man mich lässt. So, also dann. Supermissil, kaputt. Sehr gut. So, hier sehen wir jetzt den Hof des Kriegsrituals. Und hier bekomme ich jetzt auch gleich meinen allerletzten Missilcontainer. Aber ich glaube, hier gab es auch wieder, entweder gab es hier jetzt auch wieder dunkle Piraten oder ich glaube, hier gab es Jäger-Ink. So, hier ist auch wieder so ein Tor. Das ist aber jetzt kein Schalltor, sondern einfach eins, wo ich den Dark Visor brauche. Ja, okay, es sind Jäger-Ink. Na gut, dann kommt mal alle ins Licht. Kommt her, genau, und tot. So, du auch. Mehr und tot, was für ein Trottel. Die sind ja alle so blöd. So. Gut. Also dann. Dark Visor. Ja, hier brauche ich einfach wieder nur meine Zielverfolgung benutzen mit dem Dark Visor zusammen. 1, 2, 3, 4, 5 und Feuer. So, das Tor geht auf. Oder besser gesagt, die Klappe geht auf und hier ist mein allerletzter Missilcontainer, Leute. Endlich. Missilcontainer erhalten. So, 100% aller Items gefunden. Super, besondere Endsequenz freigeschaltet. Ich will das Spiel komplett rund, dieses Ende zu sehen. Das wird ja im nächsten Part eh schon der Fall sein. So, da habe ich ja damals, habe ich das ja wieder mal verwechselt gehabt, als ich mein Let's Replay von Metro Prime 1 gemacht habe. Da habe ich geglaubt, dass es da auch 255 Missiles gibt, aber das ist nur hier in Prime 2 und dann später auch in Prime 3 so, aber in Prime 1 waren es nur 250. Hier sind es aber eben wegen der Zielverfolgung 255, weil man nochmal 5 dazu bekommt, wenn man die eben das erste Mal gefunden hat. Deswegen sind es hier halt 255 Stück, aber ist ja nicht schlecht, sind es 5 Stück mehr, ne? So, und jetzt brauche ich einfach nur mal hier den Weg folgen und dann hole ich mir noch ganz rasch den letzten Himmelstempelschlüssel ab. So, hier einfach durch. So. Gut, wie gesagt, hier geht es dann zum Torhof des Himmelstempels und hier hinten geht es dann woanders hin. So, warte mal, kann man die nicht mit dem Lightbeam? Kann man die ja irgendwie... Dann kann man sie auch nicht wirklich zerstören, na egal. So, hier hinten muss ich erstmal lang. So, brauche ich wieder eine Supermissil. Genau. So, und hier hinten ist der besudelte Schrein. Das ist in der hellen Welt der Landeplatz. Genau, da gab es ja genau hier oben lag auch ein toter Luminoden. Das heißt, hier ist jetzt irgendwo... Da ist es sogar schon. So. Ihr werdet mich nicht daran hindern, das zu bekommen. So, komm. So, kommt her. Kommt alle rein. Genau. Ihr seid ja solche Idioten. So, du auch. Magst auch hier rein? Oder dort rein? Ja, gerne. So, der auch. Und alle tot. Was für Trottel. So, wir sind jetzt... Achso, hier. Und stier. So, Leute. Der letzte Himmelstempel-Schlüssel ist mein. Schlüssel zum Himmelstempel erhalten. Dies ist einer von neuen Schlüsseln benötigt werden, um den Himmelstempel zu öffnen. So, und jetzt Achtung. Alle Schlüssel zum Himmelstempel gefunden. Sie dienen zum Öffnen des Tempeleingangs. Was du nicht sagst. So, Leute, jetzt habe ich es geschafft. Dann geht mein Plan auf. Dann kann ich im nächsten Part tatsächlich schon das Finale machen. Das wäre dann Part 35 und damit wäre ich um ganze 5 Parts schneller mit diesem Spiel fertig als bei meinem ersten Let's Play. Also es gibt hier leider doch keine... ihr wisst schon. Gibt hier leider doch keine Munitionsstation oder so. Das heißt, dann kann man nur hier bei diesen komischen Dingern was auffüllen. So, auf jeden Fall brauche ich jetzt erstmal meine Zielverfolgung. So. 1, 2, 3, 4, 5 und Feuer. So, Tür ist schon mal offen. So, ich brauche unbedingt noch Munition. So. Die hätte ich eigentlich gerne voll. Ich meine, vielleicht gehe ich offscreen noch einmal zum Landeplatz zurück, zu meinem Schiff auf der hellen Seite und werde dort gucken, dass ich meine Munition da noch komplett auffülle und dann, ja, davon merkt ihr eh nichts. So, und stirb. Alter, gehst du mal kaputt, du dummes Auge. So, danke.
Naja, auf jeden Fall sind hier jetzt noch ein paar Finsterling-Tentakel. Okay. So. Aua, lasst mich doch in Ruhe, Mann. So, bin ja eh schon gleich da. So, zack. So. Torhof zum Himmelstempel und Schlüssel zur Torpassage bringen, sagt mir mein Hinweissystem. Das ist ja wie gesagt in der hellen Welt die Halle der ehrwürdigen Toten, da wo ich die Zielverfolgung bekommen habe. Und wie gesagt, hier ist jetzt direkt über uns der Himmelstempel, das sieht wirklich seltsam aus. Ich glaube, wenn ich jetzt hier etwas näher hingehe, gibt es glaube ich schon eine Katze, weil ich alle Schlüssel habe, oder? Kann das sein? Ich möchte eigentlich erst... Ne, ich glaube, das ist erst, wenn ich hier in die Mitte reingehe. Aber seht mal, hier liegt nämlich noch ein toter Luminod. Luminod-Information entziffert. Arkuls Vermächtnis. Schon bald werde ich meine ewige Ruhe finden. Mein Schlüssel ist an seinem Platz. Kraft der geistigen Bande zu meinen Brüdern bin ich gewahr, wo deren Körper liegen. Ich hinterlasse dieses Wissen, auf das ihre letzte Stätte in der hellen Welt bekannt werde. Möge dieses Wissen unsere Krieger zu den Schlüsseln des Himmelstempels führen, die in Kreaturen verborgen sind, die das bloße Auge nicht erfassen kann. Die Zeit rückt näher. Höre die Worte Arkuls, die sie die Vorkämpferin des Aethas rufen. Wisse, dass meine Krieger mit grandiosem Heldenmut fochten und fielen. Betrachte ihr Scheitern mit dem Herzen, denn sie starben zu unserer aller Rettung. Genau, also Arkul, eine weibliche Luminod. Das war die einzige, die es geschafft hat, einen dieser Himmelstempel-Schlüssel zu bergen. Deswegen müssen wir auch nur 9 sammeln, auch wenn es insgesamt 10 sind, weil sie hat ihren einzigen hier ins Schloss reingegeben. Die anderen, wie gesagt, habe ich jetzt gesammelt. Ich würde hier sogar noch erfahren, wo die anderen rumliegen, weil hier kann man diese ganzen Steingesichter scannen. Ja, der Schlüssel Arkuls ist an seinem Platz, sein Schloss auf ewig entriegelt. Möge das Licht des Aethas für immer auf unsere Widersacher strahlen. Genau, und hier bei den Gesichtern kann man das jetzt auch noch wissen. Hier, erhöre die Worte Arkuls, auf dass du einen Schlüssel finden mögest, der unserer Sache abhanden ging. Unerschrockener M.O. oder M.D. irgendwie so, keine Ahnung. Wer die Säule auf heiligen Grund zu verschieben vermag, der soll deinen seelenlosen Körper erblicken. Genau, da würden wir jetzt quasi noch, hier steht eh, Datenbank, Berichte, Luminod-Inschriften, Arkuls Hinweise, Hinweise des zweiten Kaders, M.O. ist Schlüssel. Oder, ich weiß es nicht, ist das ein O oder ein D? M.D. oder so, unerschrockener M.D., ne? Wäre die Säule auf heiligen Grund, das, ja, da würden wir jetzt quasi noch erfahren, wo die Schlüssel sind, aber ich habe es eigentlich ja eh schon alle gefunden, ne? Hier zum Beispiel noch, erhöre die Worte Arkuls, bla bla bla. Mächtiger Chifim, was haben deine Augen zuletzt erblickt? War es eines unserer schließenden Tore, welches das versenkte Land von unserem heiligen Grund abschottete? Also das kann jetzt nur das Ölern von Argon sein, ne? Versenkte Land und so. Was haben wir hier noch? Ehrwürdiger Chistil, er gab seine Seele vor einer Festung im versenkten Land. Galante Bistil, sie liegt tief in einer Festung verdörrten Landes. Tapfere Estli, am Rande des Sumpfes eines regengetränkten Landes tat sie ihren letzten Atemzug. Vornehmer Gish, unweit einer Wärterhülse ruht er in einem gefluteten Tempel. Ergebener Estjirs, sein Atem versiegte, seinen Blick auf die große Brücke einer heiligen Festung gesenkt. Gerechter Tschichr, oder wie auch immer man das ausspricht, ich habe keine Ahnung, Tschichr. In einem kleinen Korridor inmitten einer hohen Festung, dort liegt er im stummen Schlafe. Unerschütterlicher Diesel, wer vermag deine Ruhe unter den Bäumen des heiligen Grundes zu stören? Ja, jetzt, das wissen wir jetzt eh alles, also wenn ich jetzt hier reintrete, dann kann ich den Pfad zum Himmelstempel öffnen. Sämtliche Schlüssel zum Himmelstempel wurden eingesetzt. Der Himmelstempel kann nun betreten werden.
Na, ganz toll. Die planetare Energie ist gerade verschwunden, die hat sich nämlich gerade eben der oberste Herrscher der Ink geschnappt. Das ist, wie gesagt, mehr oder weniger der finale Boss des Spiels. Und der Kampf wird wirklich übel, vor allem jetzt auf dem Hypermodus-Schwierigkeitsgrad. Wird der richtig schlimm. So, ich kann mir hier sogar noch ein bisschen Munition holen. So. Na gut, Leute, dann dürft ihr euch, wie gesagt, im nächsten Part auf das Finale freuen und dann endet dieses Let's Replay von Metroid Prime 2 mit 35 Parts, also ist es eben um 5 Parts kürzer als mein erstes Let's Play, aber das macht ja nichts, bin ich eigentlich sogar zufrieden. Gut, also ich glaube, ich werde das wirklich so machen. Ich werde offscreen nur noch einmal kurz zu meinem Schiff auf der Hellmel zurückgehen, da den Munitionsvorrat von Dark und Leibung Munition wirklich ganz komplett auffüllen, weil das werde ich gut brauchen können in dem Kampf, aber das ist ja jetzt eh nicht so schlimm. So, hier kann ich zum Glück speichern. Das kommt mir auch sehr gelegen. Und wir sehen uns dann im nächsten und gleichzeitig letzten Part beim großen Finale von Metroid Prime 2. Also schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Verpasst auf keinen Fall das Finale. Also macht's gut, Leute. Ciao.